ermöglicht uns nämlich, in absolutem Hass zu versinken. Aber abgesehen davon müssten wir dadurch in der Lage sein, die daran zu hindern, sich selbst in Flammen zu setzen. Das machen die besonders gerne, haben wir bereits festgestellt. Ratten machen sich an ihren Vorräten. Die brennen ja andauernd einfach ab. Wir haben eine Sache vergessen. Landungsstege für Hafenbereich. Mein Speicher ist aufgebraucht. Quick Save. Landungsstege. Spiel gespeichert. Wir hatten den beschissenen Landungssteg vergessen. Egal, das ist nur was Temporäres. Wir setzen hier einen provisorischen hin. Setzen dann hier zwei solche hin. Und da kann der Landungssteg sonst wohin gehen. So einfach ist das. Dann wäre mein nächster Vorschlag zu sagen... Nahrungsstand hierhin. Und hierhin. Getränke nach hierhin. Getränke nach dorthin. Bücher. Nach hierhin. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Und nach dorthin. Waffen. Nach hierhin und nach dorthin. Sieht soweit sicher genug aus. Der Wanderprediger. Nach dorthin. Und nach dorthin. Eine Pagode nach hierhin. Und nach hierhin. So. Orientieren wir uns an dieser Ecke und schauen mal, wie es hier passt. Wenn es irgendwo aufhört zu passen, dann passt es da an dieser Stelle halt einfach nicht. Das lässt sich nicht anschließen. Also vergessen wir die Idee direkt. Wir können hier so einen Block draus machen, aber das sieht ja kacke aus. Also wird genau das nicht passieren. Wir könnten aber so etwas draus machen. Ein gutes Geschäft. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Ich weiß, das sieht gerade aus wie eine absolute Perversion. Aber ich finde, es hilft ganz gut dabei, aus diesem Blockschema rauszukommen, das wir uns normalerweise gerne reinsetzen. Und wir dadurch sehr viel, sehr Gutes bewirken. Genauso wie diese provisorische Keimmauer, die wir dafür brauchen, damit hier nicht alles zur Hölle fährt. Ich nehme von dir, was mir zusteht. Und hier sind die auch nicht ganz im Reparaturbereich angekommen. Die in der Mitte haben gerade so kleine Probleme. Wir können das mit Hilfe. Nein, ein asiatisches Konto schafft nicht so viel im Hafenbereich, nicht wahr? Provisorisch.
Von mir aus aber auch permanent, wenn es sein muss. Ich meine, so schlecht sieht das jetzt nicht aus. Wir haben es genau an der falschen Stelle positioniert, nicht wahr? Ja, haben wir. Da kommt es besser an. Und da auch einfach aus Sicherheitsgründen. Wir müssen jetzt sehr paranoid vorgehen und die ganze Zeit Reparaturkräne rauswerfen. Aber ich würde sagen, damit haben wir diesen Abschnitt des Hafenviertels schon wieder fertig. Ganz schnell speichern. Gemessen daran, was wir jetzt hier geschafft haben, ist das wichtig, dass davon nichts verloren geht. Wir haben es gerade ein weiteres Viertel aus dem Ärmel gezogen. Nein, nicht das. Sondern das. Zeit, 21 Minuten noch. Ja, geh abliefern. Eure Unterstützung wäre von größter Bedeutung. Adil, der edle Seefahrer. Nimm mal mit. Silberne Bündnisbulle, das ist ja auch nett. Aber ich brauche eine weiße Flagge. Hast du eine, ist die Frage. Euer Ruf eilt euch voraus. Wir warten. Dann warte. Du also. Und das ist abgestürzt. Wir hatten es erwartet, nicht wahr? Es war abzusehen. Gut, dann starten wir das Spiel einfach neu. Wir kennen die Prozedur ja inzwischen. Aber deswegen speichern wir zwischen andauernd, wenn unsere Meldung kommt. Weil ansonsten einfach alles zur Hölle fährt und wir sehr, sehr unglücklich werden. Und ich möchte schon, dass wir irgendwas geschafft kriegen bei der ganzen Aktion hier. Dieses Venedig muss irgendwann fertig werden, damit wir auch unsere beiden Paläste bauen können, die wir bauen möchten. Wobei ich bei einem von den beiden schon weiß, wie der aussehen soll, ungefähr. Beim anderen mal abwarten. Sind aber auch bei beiden mehr so Ideen als tatsächliche feste Pläne. Lalala. Und Segel setzen. Wir warten. Ja, krieg dich ein. Nein. Wir arbeiten ja dran. Das mit. Bring's zum Großvezier rüber.
Und wir gehen jetzt ein Glücksspiel betreiben. Hier in dieser Sache Erfolg haben. Okay, stimmt. Der Adil, der edle Seefahrer, ist jetzt zur Hölle gefahren wegen der ganzen Aktion. Weil das Spiel natürlich wieder abgestürzt ist. Euer Ruf eilt euch voraus. Wir werden nie wieder eine weiße Flagge bekommen, nicht wahr? Jetzt haben wir aus den Eimer eine verschmäht, jetzt werden wir nie wieder eine sehen. Wie ist es euch inzwischen ergangen? Wir brauchen doch nur noch drei. Du also. Seid mir herzlich gegrüßt. Ach, der ist schon mal durchgewürfelt worden. So, hier waren wir damit beschäftigt gewesen. Haben die ganzen Kaimon richtig platziert gekriegt. Und wenn wir schon von Kaimon reden, können wir den Spaß auch erst einmal so dicht machen, wie es uns möglich ist. Bevor wir den Spaß komplett dicht machen müssen. Nämlich so. Konntet ihr diese Angelegenheit regeln? Die Antwort ist ja. Gehen nicht auf den Beim Barte des Propheten. Ich muss sofort dem Sultan davon berichten. Mach das, aber lass mich dabei in Frieden. Zeit ein bisschen aus. Ist der letzte Teil? Das müsste der letzte Teil davon sein. Wenn er will, dass wir seine Flotte noch ins Meer hinaus eskortieren, versenke ich die Flotte höchst selbst. Stellt keine Waren mehr her. Dann sollen wir mal sehen, was man mit seiner Kooperation bekommt. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Was wir bräuchten, wären Kübelpflanzen mit Kaimon-Ausfassung. Das wäre praktisch. Man sieht zu wenig. So weit, so gut. Ich finde, das wird gut aussehen, wenn es fertig ist. Da können wir noch eine Straßenvermittlung dran setzen. Schön, schön. Haben wir unser Vertrauen zu Recht in euch gelegt? War zwar alles schön und gut, aber fürs Erste kann das weg. Ein fairer Handel. Wohlan. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Hey, mehr Schiffe für die riesige Flotte. Übrigens, wenn wir das haben, können wir das hier einstellen. Bei Allah, es tut gut, euch zu sehen. Dann tu besser. Sag, was du zu sagen hast. So, da wir das nun haben, Sekunde, da muss, glaube ich, noch ein bisschen was hin. Damit das fertig aussieht. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Müssen wir noch einmal um diesen Berg drum bis hierhin und dann von da aus bis hierhin. Dann sind wir fertig. Mit allem, was mit Kaimon zu tun hat. Ja, ich weiß, es hat uns gerade vor ein paar Vorräte gekostet. Aber das spielt jetzt nicht die größte Lage, die größte Rolle. Kriegen wir alles ohne weiteres ein wieder. Ganz und ich will nur eine rustikalere Form des Speichers da stehen haben. So.
Dann können wir nämlich hier mit den Hafengebäuden bereits anfangen, die Sachen einzurichten, die wir brauchen. So, zum Beispiel 3 große Fischer. Und 4 Meerwassersalinen. Die müssen wir natürlich dann mit jeweils 3 Feldern versorgen, so gut es wie möglich ist. Ich fange hier hinten an, weil es mich ein bisschen am schwierigsten werden dürfte. Okay, am Arsch am schwierigsten. Es wird gar kein Problem sein, die hier unterzubringen. Einer ihrer Betriebe stellt. Weil wir einfach zu klug für dieses Spiel sind. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So, und er kriegt den letzten 3 auch ich ohne weiteres untergebracht. Ich hoffe, dass ihr mir und meinem Reich diesen Dienst erweist. Nein. Diese Sache ist zu wichtig, um sie weiter aufzuschieben. Nein, ist sie nicht. Gut, damit haben wir das. Wie kriegen wir die am besten miteinander verbunden jetzt? Vor allen Dingen gemessen daran, der Bolpas geht bis hierhin. Dann müssen wir gar nicht so viel ausrasten, können einfach mit Landungsstegen arbeiten, um den Übergang zu schaffen. Zumindest. Das letzte Handelszentrum, das dann übergehen muss. Kann einen ganz schön großen Bereich kriegen. Wir müssen aber zulassen, dass dieses Gebiet noch seinen Zugriff auf etwas erhält. Und das wird die Herausforderung bei der ganzen Sache. Bis hierhin könnten wir sogar gehen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Und bis hierhin gehen wir auch. Hier können wir nicht bauen, weil wir ansonsten blockieren sind, scheinbar. Keine Ahnung, was den Baubereich blockt, soll mir aber auch egal sein. Müssen wir reevaluieren, wie wir das hier am besten machen möchten. Kommt zum Erliegen. Einer ihrer Betriebe stellt keine. Wir können da sogar teilweise reinbauen. Ihr wisst, dass wir jetzt die natürliche Verpflichtung haben, genau so zu bauen. Einfach weil es natürlich so gut andockt. Eine Produktion kommt zum Ende. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ich kann nicht ganz sehen, wie viele Felder wir draußen sind. Da können wir so eine kleine Insel draus bauen. Dann machen wir das so. Wir werden tatsächlich hier bis. Das spielt eigentlich keine Rolle, wie wir das machen. Solange wir es einfach. Eine Produktion kommt zum Erliegen.
so einrichten. Dann haben wir hier mehr oder weniger was Abgesondertes. Daher können wir noch so ein paar Keimer und Gebäude hinsetzen. Aber wir gehen nicht bis zur Insel hier rüber. Die Insel hier wird dann so abgeschieden bleiben. Also ein eigenes kleines System. Die Idee gefällt mir. Jetzt müssen wir erstmal die beiden irgendwie miteinander verbunden kriegen, auf eine gute Art und Weise. Damit fangen wir am besten hier an. Okay, das hat erschreckend gut geklappt. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Wichtige Staatsgeschäfte warten. Es ist unser Wunsch, dass ihr euch diese Angelegenheit widmet. Dann ist diese Audienz beendet. Wir haben zu tun. Wichtige Let's Play-Angelegenheiten warten hier eher auf uns. Aber warum Spiel? Soweit so gut. Das wird vernünftig, würde ich schätzen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Hier werden wir mit der Bergkaimauer anschließen müssen, so gut es geht. Also so gut, verstehe. Na, welcher Fisch ist uns hier ins Netz gegangen? So, er bezahlt uns wieder ganz ordentlich. Wir müssen die 500.000 an Milch wirklich zusammen haben, wenn der Kosser zählt. Mal schauen, ob er zählt. Drei weiße Flaggen. Ich glaube, es zählt tatsächlich. In dem Fall, Quicksave erst einmal. Ich weiß nicht, warum ich jetzt speichere, aber irgendwie habe ich das Bedürfnis danach. Unsere Bilanz geht auch Milch in den Keller. Ich weiß nicht ganz genau, weswegen. Spiegel gespeichert. Wahrscheinlich wegen der ganzen unfassbar teuren Gebäude, die wir hier überall aufbauen. Und weil wir die Steuern irgendwo auf ausgeglichen hochgesetzt haben. Um ehrlich zu sein, meine Gemahlin langweilt sich hier ein wenig. Ja, soll ja natürlich nicht der Fall sein. Also macht es einfach mal so. Wir haben 9 Millionen. Das Zeug geht uns schon nicht so schnell aus. Ich wollte jetzt einmal durchwürfeln lassen. Ich erinnere mich. Euer Besuch wärmt das Herz eines alten Mannes. Nein. 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 Was habt ihr dem Rat der 10 anzubieten? Nein. 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 Sag an, was willst du? Nix, nix, nada, absolut nichts Interessantes. Wie schön, euch wiederzusehen. Ebenso wenig, nichts dort, nichts hier, auch nichts dort. Und das hier schließen wir auch nicht daran an. Dann lassen wir das nämlich als kleine Insel, die mit irgendwelchen Booten überquert werden muss, einfach so. Dann nutzen wir für die Holzkaimauer, um das Ganze ein bisschen... Nein, wir benutzen für die diese Kaimauer, um das Ganze ein bisschen abzuschotten.
Und natürlich die Bergkaimoren. Was schließen wir denn hier so ab? Nicht ganz. So. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Und so anschließend. Die Texturen sind gerade hier ein bisschen komisch. Ich weiß nicht ganz genau, worauf das hinausläuft. Eine Produktion kommt. Weil das Gebiet, das Terrain ein bisschen erhöht ist an dieser Stelle. Deswegen gehen die Kalmorne teilweise in den Strand rein. Faszinierend. Lukrativ. In jeglicher Hinsicht. Ihr seid erstaunlich loyal. Ja, genau. Gebt den Ruhm her. Wir haben mit den ganzen Rändern, die wir auseinandergefügt haben, die Fläche der Insel ungefähr verdoppelt. Und das ist nett. Okay, zunächst einmal die äußeren Kaimoren. Immer erst die Kaimoren sitzen, dann die Gebäude. Machen wir es andersrum. Nein, drehen. Nein, nein, okay, doch, drehen, doch. Ja, ist gut, aber... Okay, dreh erstmal ganz und dann so. Das Spiel akzeptiert nicht, wenn ich meine Meinung kurz mal ändere. Das Spiel sagt dann einfach, nope, wir ziehen das Kommando jetzt mal durch. Und dann kannst du schauen, wo du bleibst. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Nein. Fangen wir mit den Holzkaimoren, würde ich schätzen. Und bewegen uns von da aus weiter. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So ist es recht. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Das sieht ja ganz schön kacke aus, wenn ich das so machen würde. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Pass mal auf. Den hier drehen wir insofern, dass das hier passiert. Da mag das hier vielleicht ein bisschen komisch aussehen, aber ich finde, das geht ganz gut.